Vorschau, TV-Tipps am 16. März 2023. Für Dr. Viktoria Wex, Claudia Eisinger, besteht die Psyche aus erklärbaren chemischen Prozessen. Von psychoanalytischer Traumabewältigung hält die brillante Kriminaltechnikerin wenig. Als die 15-jährige halbweise Lucia, Irene Böhm, bei Dorfpolizist Leon, Sebastian Hülk, den bevorstehenden Mord an ihrer Therapeutin anzeigt, den sie geträumt hat, sieht Viktoria daher wenig Handlungsbedarf. Wie vorhergesagt treibt jedoch nach dem Marzana-Fest die Leiche von Dr. Jolanta Wieczorek, Malgorzata Klara, im nahegelegenen See, wo sich bereits die Mutter der Teenager in das Leben genommen haben soll. Mit dem eigenbrötlerischen Walter Senn, Helmfried von Lüttichau, hat Markus, Sebastian Ströbel, einen erfahrenen Bergretter alter Schule an der Seite. Walter soll ihm helfen, das Klimaforschungsprojekt der Geologin Tabea Gollini, Anke Sevenich, und ihres Doktoranden Yasin Bardak, Roman Blumenschein, zu betreuen. Was Markus allerdings nicht weiß, Tabea und Walter kennen sich und können einander nicht leiden. Als Tabea nach Ende der Messungen beschließt, zu Fuß ins Tal zu gehen, schickt Markus Walter mit ihr mit. Beim Abstieg geraten die beiden aneinander. Der 17-jährige Jakob, Konstantin von Jascherow, findet seine Eltern peinlich. Denn die leiten ein Nudistendorf. Sabine, Stefanie Höhner, und Helmut, Martin Brambach, sehen das ganz anders, für sie ist Nacktsein das Natürlichste der Welt. Gemeinsam mit Tochter Rosa, Sarah Kim Gries, leben sie im tiefsten Brandenburg. Auf dem Gelände des Sportvereins zur Freiheit, Deutschlands ältestem FKK-Verein. Dieses von allen Kleidern befreite Leben wird von einem Tag auf den anderen bedroht. Der Textilunternehmer Dieter Lohr, Christoph M. Ort, hat das Grundstück gekauft. Ein Flugzeug mit dem südamerikanischen Diktator und Drogenbaron Esperanza an Bord befindet sich im Anflug auf Washington, wo er vor Gericht gestellt werden soll. Doch ein skrupelloses Terrorkommando unter Colonel Stuart übernimmt die Kontrolle über den Flughafen und fordert die Auslieferung Esperanzas. Koppenklane, Bruce Willis, der gerade auf die Landung seiner Frau Holly wartet, nimmt den Kampf gegen die Terroristen auf. Als ein Nacktbild von ihrer Tochter Lara, Arlene Kötter, im Internet veröffentlicht wird, ist Charlotte, Felicitas Woll, schockiert. Sie und ihr Mann sollen 500 Euro zahlen. Dann verschwindet das Bild mitsamt der demütigenden Kommentare aus dem Netz. Doch das Foto taucht erneut auf. Dieses Mal auf einer anderen Website. Wieder wird Geld gefordert. Charlotte beginnt, andere Betroffene zu suchen und sagt dem Erpresser den Kampf an.